Ich heiße Irene Mazza, ich bin aus der Schweiz, komme aus Zürich. Ich bin seit 2 Monaten hier im Kongo. Wir sind hier wegen einer Masernepidemie, die hier wütet seit ein paar Monaten. Ich bin Krankenschwester und ich bin verantwortlich für das Outreach, das heißt die Versorgung der Gesundheitszentren in der Peripherie und für die Sensibilisierung der Bevölkerung. Buta ist eine Region im Regenwald von Kongo. Es ist sehr abgelegen und sehr schwierig, hierher zu kommen. Es gibt fast keine Straßen. Die Straßen sind zum Teil unpassierbar oder auch gefährlich. Und deshalb haben die Menschen hier keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung oder zu Medikamenten. Deshalb unterstützen wir hier alle Gesundheitszentren mit Medikamenten. Wir bilden sie aus und wir unterstützen sie mit Gesundheitspersonal. Hier sind wir im Gesundheitszentrum von Makala. Das ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Heute habe ich Medikamente gebracht, weil sie keine mehr hatten. Also sie hatten letzte Woche viele, okay, viele Fälle. Donc c'est un kit de 50. On va vérifier ensemble. Also in Buta gibt es 16 Gesundheitszonen und wir gehen jede Woche in jede Zone, zum Teil 10, 20, 30, 40 Kilometer entfernt per Motorrad. Das heißt, wir sind 2, 3, 4 Stunden auf dem Motorrad jeden Tag, um diese Zentren zu erreichen. Seit ich hier bin, haben wir 1500 Fälle in den Zentren behandelt, also die einfachen Masernfälle, und 50.000 Menschen sensibilisiert. Also wir gehen in die Kirchen, in die Schulen und informieren die Leute über die Masern, die Symptome, dass sie sich impfen sollen. Heute Morgen waren wir in Kotteli. Das ist die Region, die am meisten Fälle hat. Die haben jede Woche 100 bis 150 Masernfälle in ihrem Zentrum. Und dort haben wir die Sensibilisierung verstärkt. Am Anfang kamen die Patienten zu spät, weil sie sich zu Hause behandeln lassen mit traditionellen Medikamenten. Jetzt haben wir die Sensibilisierung verstärkt und sie kommen. Normalerweise gehen wir in die Kirchen und in die Schulen, um die Leute zu informieren und sie sensibilisieren. In Kotteli gab es so viele Todesfälle, so viele verstorbene Kinder, dass wir die Sensibilisierung an den Todesstätten, also bei den Beerdigungen, gemacht haben. Da hat es am besten funktioniert. Ich habe 4 Krankenschwestern in meinem Team. Wir gehen jede Woche in jedes Zentrum, um zu schauen, wie viele Masernfälle sie gehabt haben, wie viele Medikamente sie brauchen und ob noch viele Patienten zu Hause sind. Mit Hilfe der freiwilligen Helfer aus der Gemeinde gehen wir von Haus zu Haus und suchen die Patienten. Dann kommen sie hier ins Zentrum und wir schauen, welche Fälle ins Spital müssen, die schlimmen Fälle, und die einfachen Fälle werden hier behandelt. Also wir haben alle Zentren ausgebildet für die Behandlung der einfachen Fälle und um die schlimmen Fälle zu erkennen. Und die schlimmen Fälle, die werden per Motorrad, MSF-Motorrad, ins Spital befördert.